An dieser Stelle begrüße ich sehr herzlich Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Union-Bundestagsfraktion. Herr Hart, lassen Sie uns über die Finanzierung der WHO sprechen. Sie ist mehr von Großspendern abhängig als von den Beiträgen ihrer Mitgliedstaaten. Ist das nicht ein Umstand, den es zu ändern gilt, weil es doch sehr große Abhängigkeit bedeutet? Zum jetzigen Zeitpunkt geht der Vorwurf des amerikanischen Präsidenten ja eher dagegen, dass China durch seine Mitgliedsbeiträge zu großen Einfluss ausübt. Also ich glaube, das Problem ist nicht die Frage, ob es private Unterstützer für die WHO gibt. Ich bin froh, dass die Bundesregierung, dass der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 50 Millionen zur Verfügung gestellt hat, damit die WHO jetzt in der Corona-Krise ihre Arbeit gut machen kann und dass vor allem auch sie gestärkt wird. Denn was wir brauchen, ist eine starke WHO. Das brauchen auch die Amerikaner, denn eine andere Institution, die weltweit Gesundheitspolitik koordinieren kann, gibt es ja nicht. Herr Hart, da muss ich noch mal einhaken. Die Bill-Gates-Stiftung, die war im Budgetzeitraum 2018-2019 zweitwichtigster Zahler nach den USA. Und da steht ja schon der Vorwurf im Raum, diese Zahlungen, die sind immer zweckgebunden. Das heißt, Geldgeber, nicht nur Bill Gates, sondern auch Pharmakonzerne, andere Großspender fallen in dieses Großspenderbudget, können der WHO eine Richtung vorgeben, inwiefern sie diese Gelder verwenden. Ist das nicht ein berechtigter Kritikpunkt? Ich glaube, es ist wie bei jeder Organisation, die auch von außen finanziert wird, auch bei gemeinnützigen Stiftungen, zum Beispiel in Deutschland, dass natürlich die Politik der Institution bestimmt werden muss von den gewählten Gremien. Aber dass, wenn dann für die Aufgaben, die diese Institution sich stellt, entsprechende finanzielle Mittel von außen bereitgestellt werden, dann kann man die auch nehmen. Das tun gemeinnützige Organisationen in Deutschland auch. Ich glaube, die WHO hat jetzt die zentrale Aufgabe, alle Staaten an einen Tisch zu bekommen und ein Verfahren zu entwickeln, wie wir für die Zukunft die Dinge, die dafür sorgen, dass solche Viren wie der Coronavirus auf den Menschen überspringen können, dass das gemindert wird. Und ich glaube, die erste Frage ist, gibt es diese Übertragung von Tieren auf den Menschen und gibt es auf dieser Welt, vielleicht in Afrika, vielleicht in Asien, vielleicht auch nach wie vor in China, zum Beispiel Tiermärkte, wo eine solche Nähe von Tier zu Mensch so groß ist, dass dieses Überspringen des Virus stattfindet? Das wären die Fragen, von denen ich mir wünsche, dass sie heute behandelt werden. Ich bin recht zuversichtlich, weil es ja immerhin einen Entwurf eines Textes gibt. Und ich würde mir wünschen, wenn am Ende eine Charta in den nächsten Monaten und Jahren eine Charta erarbeitet werden könnte, wo die WHO sagt, das sind die Standards, nach denen wir Hygiene und Gesundheitsschutz durchführen. Und dann würden Tiermärkte, so wie das ja zum Beispiel in der Europäischen Union auch der Fall ist, der Vergangenheit angehören und damit das Risiko der Übertragung von Viren gemindert werden. Und das ist eigentlich das, um das es uns alle gehen sollte. Gut, das verstehe ich. Lassen Sie uns noch mal zurückspringen zu dem Punkt, dass Sie sagen, Sie wünschen sich, dass alle an einen Tisch kommen und alle an einem Strang ziehen, auch bei der Entwicklung eines Impfstoffes. Diese Entwicklung ist sehr teuer. Es gab eine Geberkonferenz Anfang Mai, da sind gut 7 Milliarden Euro zusammengekommen. Das reicht aber nur für die Anschubfinanzierung. Russland und die USA haben gleich gesagt, wir beteiligen uns daran nicht. US-Präsident Trump hat eine eigene Organisation gegründet unter dem Namen Operation Warp Speed, um ein eigenes Programm zur Beschleunigung der Impfstoffentwicklung herzustellen. Das heißt doch eigentlich, jeder kocht letztlich sein eigenes Süppchen. Oder wie groß sind denn wirklich die Chancen, dass da alle zusammen an einen Tisch kommen weltweit, um einen Impfstoff zu entwickeln? Das ist im Augenblick natürlich die große Frage. Und deswegen bin ich froh, dass die Europäische Union und die wichtigen Staaten in der EU gesagt haben, wir setzen auf die Karte WHO. Ich glaube auch am Ende, dass gerade was Forschung und Entwicklung von Impfstoffen oder von Medizin gegen das Coronavirus angeht, dass dann ganz konkret eigentlich der vernetzte Ansatz der Wissenschaft der richtige ist und dass ein einzelnes Land mit seinen Kapazitäten nicht so weit kommen kann, wie wenn alle zusammenarbeiten. Deswegen glaube ich, ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wenn die heutige Konferenz der WHO eine Resolution zum Ergebnis hat, die auch von den Amerikanern und den Chinesen gleichermaßen unterstützt wird, wird das sicherlich eine Chance sein, auch für einen Nukleus die WHO zu stärken und auch die Amerikaner und vielleicht auch die Russen wieder mit ins Boot zu holen. Ich glaube, dass im Augenblick in der aufgeheizten Debatte das ein oder andere gesagt wird, was sich vielleicht in den nächsten Monaten dann doch auf der Strecke relativiert. Das werden wir sehen. Momentan ist die Debatte, genau wie Sie sagen, sehr aufgeheizt, vor allen Dingen zwischen China und den USA. Man hat den Eindruck, Donald Trump nutzt die WHO als Projektionsfläche für seinen Machtkampf mit der Weltmacht China. Mit welchen Folgen für die Handelsbeziehungen der beiden Länder rechnen Sie? Also droht zum Beispiel der im Januar unterzeichnete Handelsdeal mit China zu platzen?
Die China-Politik des amerikanischen Präsidenten entspricht dem Narrativ, das er ja nun seit über 3 Jahren pflegt, dass letztlich alle Bedrohungen für den amerikanischen Bürger, alles das, was den Wohlstand und das Wohlergehen der Amerikaner bedroht, von außen kommt. Und da passt natürlich ein mutmaßlich in China erstmals aufgetretenes Virus ganz gut ins Narrativ hinein. Ich glaube, dass er selbst allerdings im Wahlkampf den Bürgerinnen und Bürgern schon sagen muss, wie eine solche Politik der Konfrontation mit China oder auch mit der Europäischen Union, auch dort haben wir ja nach wie vor Strafzölle, tatsächlich für Arbeitsplätze und Wohlergehen der Amerikaner gut ist. Und ich glaube, dass die hohen Arbeitslosenzahlen in Amerika nicht nur bedingt durch Corona, sondern eben vielleicht auch Ausdruck einer insgesamt angespannten wirtschaftlichen Lage in Amerika, wie er da seinen Wählerinnen und Wählern, seinen Anhängern eine Antwort gibt, die sie dazu bringt, ihn im November wieder zu unterstützen. Ich glaube, mit dem Stehen und Fallen der Wirtschaftszahlen in Amerika steht und fällt auch der Stern des amerikanischen Präsidenten. Und ich glaube, dass er schon weiß, dass ein Handelskrieg mit China, auch eine ungelöste Handelsfrage mit Europa, letztlich seine Chancen auf Wiederwahl eher gefährdet als nützt. Und ich halte ihn für so clever, dass er diese Chance ergreift und vielleicht doch dann die Ankündigung, die er ausgesprochen hat als Drohung, nicht wahrmacht, weil er genau weiß, es fällt ihm am Ende des Tages auf die eigenen Füße. Mhm. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Was sagen Sie eigentlich, Herr Hart, zu den Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump gegenüber der WHO? Da steht ja der Vorwurf im Raum, China habe die WHO zu spät informiert, die WHO habe da nicht nachgefasst über die Entstehung und die Ausbreitung des Virus Ende Januar. Ich glaube tatsächlich, dass spätestens Anfang Dezember klar war, dass dieses Virus in Wuhan unterwegs war und dass doch die Warnung erst am 31.12. ergangen ist an die WHO. Das sind 3 bis 4 Wochen, die dazwischen liegen, die so zum Beispiel in Deutschland nicht passiert wären, weil in Deutschland Gesundheitsämter zügig an das Robert-Koch-Institut, an den Bund weitermelden müssen und dann eben auch an die WHO weitergemeldet wird. Mich würde es schon interessieren, ob der chinesische Staat wirklich so leistungsfähig und gut organisiert ist, wie wir das immer Glauben gemacht bekommen von der chinesischen Führung. Ich fürchte, dass es dort auch erhebliche Zeitverzögerungen gegeben hat zwischen Wuhan und Peking, weil nämlich in China nach wie vor derjenige, der die schlechte Botschaft überbringt, im Zweifel auch dann in Mitleidenschaft gezogen wird. Das sind alles Fragen, die die chinesische Regierung für sich beantworten muss und die uns auch interessieren. Aber im Blick auf die Zukunft ist halt die Frage, was können wir tun, dass die Übertragung von Viren von Tieren auf den Menschen, die ja seit mindestens 5 Jahrzehnten als eine der großen virologischen Bedrohungen der Weltbevölkerung im Raum steht, dass das minimiert und reduziert wird. Ich finde es ein Skandal, dass zum Beispiel solche Tiermärkte in China im 21. Jahrhundert nach wie vor üblich sind, obwohl wir ja in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren in Afrika immer wieder die Übertragung von Viren vom Tier auf den Mensch durch zu große Nähe von Tier und Mensch eben in solchen Märkten zurückführen können. Zumindest ist das eine sehr plausible Übertragungsweg. Und da würde ich mir wünschen, dass die WHO es schafft. Die Chinesen selbst sagen, ist es von diesem Tiermarkt gekommen. Also gibt es eigentlich eine Einigkeit darüber, was ist die große Ursache? Und wenn wir jetzt eine weltweite Charta hätten, wie Staaten die Hygiene im Lebensmittelbereich und im Tierschutz organisieren müssen, damit eine solche Übertragung nicht möglich wäre, wäre ja für uns alle wesentlich mehr gewonnen, als dieser Frage nachzugehen, wo ist das Virus nun wirklich hergekommen und wer hat dann vielleicht 1 Woche oder 2 Wochen zu lange gezögert oder verschleiert. Das ist wichtig, aber das hilft uns im Blick auf die Zukunft, glaube ich, nicht so weiter, wie wenn diese konkrete Anstrengung der WHO zu einer solchen Charta zum Erfolg kommen könnte. Und ich kann die Bundesregierung nur ermutigen, diesen Weg zu gehen. Sagt der außenpolitische Sprecher der Union-Bundestagsfraktion, Jürgen Hart. Ich danke für das Gespräch.